Wie benutze ich eigentlich mein Tagebuch und wo ist mein Tagebuch überhaupt? Das ist der Kompass. Das ist die Karte. Ich weiß immer noch nicht, wo ich bin. Da bin ich. Da bin ich bei dem wahrscheinlich rot blinkenden Punkt. Gut, steck mal weg hier. Was sollen die Kinder denken? Kurz nochmal Elia festhalten an der Stelle, ne? Der kleine Tanuki-Gauner. Ja. Thomas Schmoas, sag ich immer. Ja. Thomas Schmommes. Spappschrick. Herrlich in Orschel. Ist es ein Action-Game oder ein Game im Turm? Entschuldigung. So als wäre das so ein Genre, weil es ist so Shooter, Action, Survival. Peter! Spaps. Turm. Da war es aber Spapsch. Ein Nebel, Dankeschön für 5 Euro, vielen Dank. Dankeschön. Das ist eigentlich im Grunde ein Walking Simulator, das Spiel. Wir erkunden so ein bisschen die Umgebung, erleben ein paar Sachen. Es ist vor allem sehr storylastig. Immer Spapsch. Dankeschön, vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön, vielen Dank. So, was ist das hier? Ach so, das war die Ölseife, ne? Das heißt, wenn es mal eng wird irgendwie und man keinen Alk mehr da hat, dann ballert man sich einfach die Seife rein, ne? Kann man machen. Okay. Können wir rausgehen? Spapsch. Spapschrick. Ich lieb's sehr. Ah, oh, schön. Guckt euch hier so einen brandgefährdeten Wald an. Ist das nicht schön? Wo ist das Feuerwerk? Im Westen, ne? Genau, da müssen wir jetzt gucken. Boah, hier, ne? Stell dir vor, du bist 2 Meter groß und musst hier immer wieder dran vorbei. Das ist ja ätzend. Kurz was gucken. Wir sind gerade erst in das Haus eingezogen. Blöd nur, dass das Grundstück an dem Bach ist. Mittlerweile einen halben Garten unter Wasser gesetzt hat. Ach du Kacke. Boah, das ist. Also in Süddeutschland scheint es ja allgemein richtig krass zu regnen aktuell auch, ne? Hier war gerade irgendwie ein Dings. Ach so. Wo ist mein Kompass? Nein, das ist kein Kompass, das ist eine Karte. Das ist ein Kompass. So, Freunde. Ich muss in den Westen gehen. Was soll schon passieren? Ich glaube, wir können einfach hier den Weg entlang gehen. Kann ich mit ihr reden gerade? Nee. Sie hat kein Bock. Delilah hat keinen Bock. Halbe Pizza, einen Chipot und 7 Kroketten später. Ich mach mal Wäsche an, dann geht's weiter. Holy shit. Das klang alles sehr lecker. So richtig geile Kroketten hätte ich auch mal wieder Bock. Das Spiel ist so damn hübsch, ja, Mann. Es ist so schön. Können wir uns einigen, dass positive Begriffe Speps recht umgeschrieben werden? Statt fantastisch wird es dann spepstastisch. Ich finde spepstastisch auch sehr schön, auch wenn ich es kaum aussprechen kann. Spapstastisch. Spapstastisch. Ich kann es nicht aussprechen. Hier so ein paar TikToks drehen. Da ist ein Dingsi. Das ist mit einem hochsicheren Passwort geschützt. I found the supply box. Great. Toll. So are there a lot of these out in the woods? Yeah, we got them all over the Shoshone. They saved us a lot of back and forth from the trailhead. Don't take all the good stuff. Yeah, all right. Bin übrigens sehr froh, dass es Untertitel gibt, muss ich zugeben, weil zwischen manchmal das meiste verstehe ich, aber manchmal reden die echt schnell und haben irgendwie irgend so einen Akzent, den ich nicht so richtig gerafft kriege hier. Machen wir auf das Ding hier. Hochsicherheitspasswort 1. Oh, 2. Hi.
Sophia! Ich bin richtiger Safe-Knacker hier. Richtiger Safe-Knacker. Cool. Ah. 7.7.1986. Hi Ron. Der Typ ist nicht klargekommen, also habe ich seinen Turm abgeriegelt und ein paar Sachen in die Kiste getan. Ich habe auch einen dieser Riegel gefunden, die du magst. Ich wandere jetzt im Park, aber wir sollten uns voll laufen lassen, wenn ich wieder da bin. Dave. Dum, da, dum, dum. Ich kann sie darauf ansprechen. Hey, I found a note to a guy named Ron from some guy Dave. That's probably Dave Gaskell. He's completely nuts. Is that right? Harmless, but yeah. One of those, you know, fall off the grid and eat ants for a week type? Totally fucking cuckoo. Which is kind of what the job attracts. Sie hat sich von Ameisen ernährt? Okay. Okay. Manchmal ist das mit dem Orki auch nicht gut verständlich. Orki? Was ist denn Orki für ein Begriff? Do people lose their shit doing this job? There's a note that says a guy just left his post. It happens, yeah. You're not gonna pop your top, are you? Okay. I wasn't planning das, on it. Interessant zu wissen, dass die. Ach, sie meint das Walkie-Talkie. Ich dachte, oh Gott. Oh Gott, da ist mein Brain gerade nicht drauf klargekommen. Danke, Liebe. Oh Gott. Das Walkie-Talkie ist so. Ich denke so, Orki, das kenne ich nicht. Oh Gott, aber ich hätte trotzdem drauf kommen können, aber oh Gott, nicht gut. Ja, dann ist jetzt das Orki-Talkie. Ja, aber gut zu wissen, ne? Also, sie hat gerade jetzt. Also, sie drehen wohl alle da ein bisschen durch, wenn sie da in dem Turm sind, so ganz alleine. Ist schön. Könnt es einfach mitnehmen, sehr gut. Karte. Und jetzt haben wir was auf der Karte aktualisiert. So, was haben wir hier? Einen Kiefernzapfen. Mit dem kann man genauso gut putzen wie mit dem anderen. Was? Eindeutig überhaupt nicht unverständlich. Eindeutig. Putzen? Putzen? Okay, brauchen wir nicht. Ich möchte Müsli-Riegel, der ist wichtig. Hey, there's a snack in here. Probably gonna eat it. Ein Snack. You definitely do not want to do that. Whatever's in there has been in there for years. That's how you get food poisoning. Ach, wegen dem Müsli-Riegel, die halten doch Jahrzehnte. Kann ich den essen? Ja, ich kann ihn essen. Sollen wir ihn essen, Chat? Cherry and Almond, also Kirsche und Mandel. Granola Bar. Granola Bar. Ich glaube, Granola ist sowas wie Müsli. Solange der nicht hart ist, aber Müsli-Riegel sind oft hart. Rein in die Olga. Ich lebe noch. Er sieht noch gut aus. Ja, und der Packung sieht er noch gut aus. Ein Seil. Gut. So, sonst irgendwas? Nö. Fertig. Da lang. Da-dam. Das ist irgendwo Krieg, ne? Folgen dem Krieg. Ah, wir können auch rennen. Das ist sehr angenehm. Sonst würden wir einfach 3 Stunden brauchen dafür. Keine Ahnung, ob ich richtig bin. Wieso macht man eigentlich random in der La- Also was, das verstehe ich halt auch mal nicht, was so mit Leuten los ist, die so in Nationalparks gehen. Mal ganz alle davon abgesehen, dass hier einfach höchste Brandgefahr herrscht.
Einfach random Feuerwerk zünden. Was ist denn los mit denen? Oh, ein Baum mit Krallenspuren. Hey, there's a tree out here that's been ripped to hell. And? Don't you think that's, you know, like, disconcerting? Henry, there are 500-pound grizzly bears out here. They sharpen their claws on trees. We don't have grizzlies in Colorado. People killed them a long time ago. Well, in the thoroughfare, they hunt people, they kill people, they bury their bodies, and then come back weeks later to eat them because they prefer rotten meat. People just disappear. Don't you think that's disconcerting? No, Henry, that's life. Einfach heftige Grizzlies, Alter. vergammelter Mensch. Konnoisseure sind das. Grizzlies sind Konnoisseure. Sie snacken gerne die vergammelten Menschen weg, nachdem sie schon eine Weile gelegen haben. Und sie vorher totgetrampelt haben. Und totgeschlagen. Und zerfetzt. Ja. Seilhaken. Wo ist ein Seilhaken? Das ist ein Seilhaken. Ah, okay, wir kommen der Sache näher. Abhang, sehr steil. Mir ist so steil wie die Party letzte Nacht. Okay, ich lass mich mal runter. Würdet ihr sowas machen? Euch wirklich so mit einem Seil? Ich glaube, der Abhang geht noch, ja. Aber so ein richtiger, steiler Abhang, würdet ihr das machen? Ich glaube, ich würde mich einscheißen, ehrlich gesagt. Ich glaube, der hier geht noch. Das ist halt einfach nur ein bisschen tief so. Aber ehrlich gesagt hätte ich trotzdem Angst zu stolpern und mir sämtliche Rippen zu brechen. So wie er. Ja. Jetzt habe ich jetzt würde ich es definitiv nie wieder machen. Nein, niemals machen, meine ich. Nein. Ist doch höher als ich dachte. Kletterunfall melden. Oh, falsche Taste. Aua. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Nee, ich habe mir nichts gebrochen. Das sagen alle, die sich was gebrochen haben, damit sie nicht ins Krankenhaus müssen. Ja, hoch. Jetzt aber einmal alle so ein bisschen umentschieden, so ah, lieber doch nicht. Doch nicht abseilen. So, nee, lass mal. Im THW hab schon Schlimmeres gemacht. Ja, gut, okay. Da hast du nicht so eine große Hemmschwelle dann. Ich habe einfach vor allem Schiss. Ich sitze gerade seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder mit Hoodie am Schreibtisch. Na. Ist es so kühl geworden durch den Regen bei euch? Weil hier ist es halt trotzdem die ganze Zeit schwül, aber hier sind auch noch kein Unwetter angekommen. Ich glaube, die kommen noch. Wo ist das Fire? The Firework. The Fire of Fire. Wo ist die? The Fire of Fire. Da komme ich nicht durch. Oh oh, Chat. Okay, wo ist, wir sollten nur die Wege entlang gehen. Wir sollten nicht durch die Wildnis laufen. Ich kann leider nicht so gut sehen, wo ein Weg ist gerade. Was war da? Zwischendurch wird hier immer was eingeblendet und ich sehe es nicht so schnell. Hier, da war was. Oder hat er geladen? Kann auch nur ein Ladesymbol gewesen sein. Was ist hier los? Oh, ihr kleinen Mülli-Schmonks hier. Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. The idiots down at the lake? Yeah, them. I just found where they're hanging out. Oh ja, ist er echt abgekühlt, ja. Aufräumen. Okay, ich kann mit E aufräumen. Ich bin Milli Lizzy. Und wir sammeln jede einzelne Bierdose auf und räumen die auf. Lalala. Damit ich hier nachher abwaschen kann mit meinem Kiefernzapfen. Ja, ja, ja. Und irgendwo leidet gerade ein Österreicher, weil ich wieder am Singen bin. Lalala. Und ich nicht singen kann. Oh, guck mal, da haben welche gechillt. Wo steckt er die Bierdosen hin? In seine Hose.
Vielleicht hat er die sich die auch auf den Kopf geschnallt. Vielleicht hat er so einen lustigen Eimer auf den Kopf. Ich drücke immer die falsche Taste. So. Oh, look, they decided to have a campfire too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Bei mir kommt noch dazu, dass ich ein bisschen Mütchen von der Frühschicht bin. Da wird mir auch immer kalt. Ja, oh ja, das kenne ich auch. Mir wird auch kalt, wenn ich zu müde bin. Müde und erschöpft. Rookies! They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Wow, ich meine, die verhalten sich hier wie die Schmucks und verteilen über ihre Bierdosen und dann musst du doch Sorge haben, dass sie dich anzeigen. Oh, oh shit, ferret or Irish. Ist da ein Marder drauf oder sowas? Ja, für später aufheben. Den guten Billigfusel für später aufheben. Nice. Ugh. Okay. Wie haben die denn gesoffen? Ah. Ja, das nehme ich mit hier. Das konfiszieren wir aber, Freunde. Konfisziert. Klamotzkis, okay. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off. Was ist, wenn sie nackt sind? Deine einzige Sorge ist, dass sie nackt sein können. Dumm das sein. So, oh, hier hängt ein BH. So, als hätte er noch nie einen BH gesehen in seinem Leben. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Textilfreier Pyromane. There are panties. There are what? I don't want to say that word again. Why? Because you're 12? Ja, Nebel, aber wir wiegen ja nicht die Arbeitsstunden von anderen gegeneinander auf, ne? Oh, 23,5 Stunden, schon krass. Kann ich das mitnehmen eigentlich? Warum hebt er das auf, du kleiner Perverser? Das sind zwei nackte Frauen. Naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies same as anyone, but there's, you know. Two? Yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. Okay. Die Mucke, ey, die macht mich fertig. Machen die da? I found them in the lake. Skinny dipping. Yeah. Is that a guy over there? Oh boy. Enjoy dealing with that. Vor allem sind halt einfach Teenager so, ne? You gotta take it easy with the fireworks, all right? Diggi, ich will nur nicht, dass ihr den fucking Wald anzündet. Ich hab eure ganzen Sachen. Ich hab eure Höschen aufgehoben. Look, I'm sorry for bothering you. Can you just knock it off, please? Yeah, you should be. This is a free country. And we should be free to do whatever we want. And free from any peeping Tom.
Lily klingt sehr nervig. Jetzt würde ich sie mir aber packen. Ja, aber ich bin ein Kerl und ich sag mal so, ich werde garantiert als Mann den Kürzeren ziehen, wenn ich versuche irgendwie an minderjährige Teenager ranzukommen. Ich hoffe, sie ertrinken. It went fine. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Thanks for going down there. Ich würde sehr gern das Radio in den See werfen. So there's no noise ordinances or rules out here? No, but that music I hear makes a good case for them. Yeah, no kidding. Am kürzeren ziehen. Grauenhaft. Ich hasse diese Musik so sehr. Ich kann die nicht ausmachen. Das ist ja grauenhaft. Wo sind die Girls eigentlich hin? Weil ich meine, das ganze Zeug von denen liegt hier noch rum und die haben keine Unterwäsche an, übrigens. Perfekt den Dreck. Geil, was redest du, oder? Ich bekomme leicht körperliche Schmerzen, wenn ich diese Musik höre. Sind hinterm Stein Dinge tun. Ach so, verstehe. Soll der Papa mal gucken kommen? Soll der Papa mal gucken kommen, ob da alles in Ordnung ist? Oh Gott. Ich hab schließlich auch deren Unterwäsche gefunden. Hätte ich auch gar nicht so richtig Bock drauf, hier lang zu gehen, ehrlich gesagt, ne? Da würde ich schon Probleme kriegen, ne? Würde ich schon reinfallen, glaube ich. Daddy, ich wünsche dir einen schönen Tag. Kein Problem. Ich hoffe, du machst dir noch einen schönen Nachmittag. Es sieht immer manchmal so ein bisschen aus wie gestapelte Knete. Was mache ich hier eigentlich? Achso, ich dachte, ich komme da nicht runter. Das hat mich gerade gewundert. Und mit Tschüssi und viel Spaß noch, hat ja, glaube ich, nach Firewatch kein Story mehr Game mehr spielt. Ich bin seit fast 6 Stunden live, also sehr unwahrscheinlich. Und ich glaube nicht, dass ich es heute durchspielen werde. So, I have a bit of a confession to make. What is it? Was denn? I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Ich fand sie witzig, ehrlich gesagt. Aha, was ist ein Aha für eine scheiß Antwort? I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Ich stell mir sogar problematisch vor, wenn du hier anfängst dann zu saufen die ganze Zeit. Und das so zur Normalität wird. Oh boy, ey. Nebel, du Bekloppter, danke schön. Danke, danke, dass du Teddy ein Sub geschenkt hast. Miss Teddy, ganz, ganz viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön. Ist irgendwie so friedlich, aber ich finde das mit den Felsen irgendwie extrem beängstigend. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich hinlaufe. Wo bin ich eigentlich? Und wer bin ich?
Oh, ich soll eigentlich nach Hause laufen. Oh. Warum renne ich eigentlich nicht? Gut, dann laufen wir nach Hause. Der hat Lizzie jetzt verstanden. Bekloppt, ihr habt alle irgendwie einen Schuss nicht gehört, aber ist okay. Habe ich ja auch nicht. Ich kaufe ja schon lange keine Subs mehr auf Twitch. Man sieht ja, dass immer welche, dass ich immer welche bekomme. Ja, ist doch super. Ist ja auch nichts Schlimmes bei. Wir haben, ich meine, gerade, ich weiß jetzt nicht, ob Sankari gerade noch da ist, aber der ist seit auch über einem Jahr schon Sub hier. Und das sind alles nur Gift-Subs. Also, it just works. Also, wenn man nicht irgendwie Geld ausgeben möchte oder so, ist es ja auch alles gar kein Problem. Dazu seid ihr nicht verpflichtet. Ich freue mich einfach, wenn ihr zuschaut. Bin schon extrem happy. Ich weiß wenigstens, dass ich hier richtig bin. Ich hasse diesen Song. Ich bin richtig wütend. Okay, warte. Der Wegweiser. Hey, trail, Two Forks Tower down here near the lake? Yeah, that's your tower. So I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide. Ach so. Ah, ja, okay, den Wegweiser habe ich zu spät gesehen tatsächlich. Also war die Richtung korrekt. Na, hoffentlich komme ich noch zu Hause an, bevor es so dunkel wird, ne? Okay, bin ich dann in die richtige Richtung gelaufen? Wahrscheinlich, oder? Müssen wir mal auf die Karte gucken. Oh Gott, Lizzie und Karte lesen, ne? Da bin ich jetzt. Nee, ich glaube, oh, wir waren richtig vorhin. Sehe ich gerade. Wir waren richtig. Tja, schade. Ich weiß nicht, wieso Leute geben wohl gerne Geld aus. Ja, also ich mache das auch ganz selten, dass ich mal einen Giftzopf verteile bei anderen Kanälen. Mache ich ganz selten mal, weil ich jetzt auch nicht so die Kohle habe, das immer zu machen. Ja, ich weiß, es ist schön. Kann man jemandem Freude machen. Und es unterstützt den Streamenden auch. Ist eigentlich eine schöne Sache. Wirf doch endlich diesen Kassettenmusikspieler-Dödel in den See. Ja, aber dann denken die, dass ich irgendwie, weiß ich nicht. Dann erzählen die nachher noch irgendeine komische Scheiße, die ich gemacht haben soll oder so. Ja, ich mag so 80er, schmissige 80er-Mucke und so mag ich an sich auch, aber ich weiß nicht, mich nervt die Stimme allein schon und den Text fand ich dumm. Ich weiß, also es war einfach nicht mein Song. Ich mag das manchmal auch, wenn Sachen so krass übertrieben poppig sind und einfach Spaß machen, aber das hat mir keinen Spaß gemacht, das ist doch der Sweet. Nee, da komme ich nicht drüber mehr. Gewitter in der Nähe. Das ist, ich habe echt eine hohe Auffassungsgabe, ne? Ich höre Gewitter und denke mir, oh, da ist Gewitter in der Nähe. Donnermelden. Ja, ich habe Eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Ja, das zu melden macht ja auch Sinn. Ich wurde als 9-Jähriger vom Blitz getroffen. Ich weiß nicht, ob mir wirklich eine Wahl bleibt. I got hit by lightning when I was 9 years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice and all that. Ach so. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. I don't like the sound of that. Yeah, well, I didn't feel any better. It wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Okay. Okay, es gab einen Typen, der 7-mal vom Blitz getroffen wurde. Und daran ist er nicht gestorben, sondern er hat sich leider das Leben dann genommen. Das Leben ist manchmal echt wild, ey. 7-mal vom Blitz getroffen, dann empfängst du doch irgendwann auch 5G, oder? Ach so, 1, 2, 3, 5. Lizzie macht auf. Mathe 6. So.
Hab nicht zugehört, was der Text ist. Das hatte ich ja gerade erzählt. Wir haben ja gerade Donner gehört und den gemeldet, weil es ist ja auch relevant für, ne, wenn's hier, wenn hier irgendwo Blitz rein donnert, dann kann es halt brennen natürlich. Und ja, sie hat uns gerade erzählt, dass jemand, weil ich gesagt habe, hier, ich wurde mal als 9-Jähriger vom Blitz getroffen, und sie erzählt dann von einem Typ, der 7-mal getroffen wurde. Tja. Ist nicht wirklich beruhigend, ne? Was haben wir hier? Ein Horn? I get the sense that not everything in here is useful. In the boxes? Why is that? I don't really know what I'll do with the deer horn. Firstly, they're called antlers. And secondly, stay out here long enough and you'll get creative. Ich finde es irgendwie sweet. Also ich finde es schön, wenn man so seine kleine Sachen hinterlässt. Das ist eigentlich ganz cool. Achso, hier Informationen abschreiben. Alma, Hallöchen. Lizzie kann zählen. Okay, total. Ich bin richtig gut darin. Hallöchen, Alma, wie geht's dir? Der Mann, der 7-mal vom Blitz getroffen wurde, Royce Sullivan hat ein seltenes Glück. Der Mann wurde vom Blitz getroffen und überlebte das Ganze. Auch das 2., 3., 4., 5., 6. und schließlich auch das 7. Mal. Einfach unglaublich. Den gab's wirklich. Wie interessant. Cool. Kann mir nicht vorstellen, wie das passieren kann mit dem Blitz. Schon sehr wild. Ja, wenn der auf seinem Hochsitz war, weil er war halt auch, glaube ich, sie hatte eben seinen Beruf genannt. Er war halt eben auch, glaube ich, Ranger oder sowas. So, und ich sitze ja auch auf meinem Türmchen, ne? Ist ja auch eine höhere Position. Ah. Gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Hast du dir gerade ins Auge geleuchtet? Dödel. Ich kann leider nichts zur Taschenlampe sagen. Ist die auf der... Wo ist die Taschenlampe? Ich guck mal kurz nach, wo man die Taschenlampe einsetzen kann. F. Ach, das steht da jetzt. Jetzt steht Sound drin. Okay. Nochmal zu dem Pups. Ich habe eine Taschenlampe. Das ist eine Höhle. Müssen wir durch die Höhle durch? Ja. Ja, okay. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. Thunder Canyon. But in the cave? I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. I used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. Boah, nee. Mm-mm. Nee. Nicht so tun, als wäre irgendwas. Das finde ich nicht cool. Das finde ich echt nicht lustig. Sehr hilfreich. Aber würde ich mich jetzt gar nicht so wohlfühlen, ne? Okay. Cave closed. Hello? Ah, schade. Nochmal mit dem Echo spielen. Oh, schade. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Okay. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Oh, sorry, Hank. Okay, angeblich ist der Schlüssel verloren gegangen. Ja, einfach mal stumpf mit der Hand dagegen schlagen. Damit wird sie garantiert
ne, öffnet sie sich garantiert. Ja, es ist sehr unwahrscheinlich, vom Blitz getroffen zu werden, ja. Links kannst du so posten, Teddy, ja. Als Sub. Es geht. Einfach gegenhauen, ja. Ist wie beim Kaugummi-Automaten oder beim Getränkeautomaten oder beim Snack-Automaten. Einfach gegenschlagen. Funktioniert immer.